Aber wie gesagt, ich finde schon, dass wir eine gewisse Verantwortung haben in dem Moment, wo dir Leute zuhören. Hallo, hier ist Gentleman und ich bin bei Diffus und wir sprechen heute über mein neues Album Mad World. Wie hast du dich für die Feature-Gäste auf deinem Album entschieden? Das war alles aus so einem Vibe heraus. So, ich habe Luciano getroffen in einem Restaurant und wir haben dann zusammen gegessen und haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Und es gab auch so ein Instrumental, wo wir noch jemanden gesucht haben und ich habe ihm das vorgespielt und er fand das cool. Und eine Woche vorher habe ich ihr selber uns im Studio getroffen. Und dann war auf einmal die Idee geboren, zu dritt einen Song zu machen und es war sehr, sehr natürlich. Sido kenne ich auch schon lange, ich glaube seit über 25 Jahren. Wir sind immer wieder über den Weg gelaufen und haben immer viel Spaß zusammen gehabt. Und als dann die Entscheidung gefallen ist, ein deutsches Album zu machen, war so eher einer meiner Wunschfeatures, habe ihn angerufen. Und das, also jedes Feature ist sehr, sehr natürlich entstanden und ich finde es auch immer wichtig, dass man auch ein Vibe zusammen hat. Also es darf nicht nur der musikalische Respekt sein, sondern muss auch sich gut riechen können. Wie war die Herangehensweise an das neue Album? Also ich habe viel gelernt dadurch. So, ne? Ich habe auch das erste Mal mit vielen Leuten zusammengeschrieben, was vorher nicht so der Fall war. Und habe dadurch auch was gelernt, was ich jetzt auch wieder auf das neue Album übertragen habe. Also eine ganz andere Herangehensweise. Und im Grunde genommen viel verändert hat sich nicht, weil es geht immer um Gefühl, es geht immer darum, das zu tun, was man gerade fühlt und was man spürt. Was bedeutet Mad World für dich? Wenn ich das wüsste. Also die Mad World, die hat ja auch was Gutes. Ne? Ich mag ja auch verrückte Sachen und so und das Unorthodoxe. Ich bin jetzt 48 und bin so aufgewachsen, immer in einer friedlichen Zeit. Es gab immer Konflikte und so, aber was da gerade so auf uns zurollt und was so gerade passiert, das ist schon, finde ich, sehr, sehr außergewöhnlich. Und ich hatte immer in der Pandemie das Gefühl, wenn die Pandemie aufhört, dann kommt die Explosion der Lebensfreude. Und dann kam der Ukraine-Krieg und dann kam die Inflation und die Energiekrise und jetzt ist Iran und Taiwan und China. Man hat das Gefühl, so, wir schlittern so von einer Krise in die andere. Das ist ein Cover-Song von Tears of Fears. Die Idee kam von Universal und von Jugglers zu sagen, so, hey, wir haben die Rechte an dem Song und es gibt eine Möglichkeit, einen Teil davon zu nehmen und einen eigenen Song draus zu machen. Das fand ich sehr spannend und ich mochte den Song immer. Und nachher ging es darum, einen Albumtitel zu finden. Die Songs waren alle fertig, aber es gab noch keinen Albumtitel, wie so oft. Ich finde, das ist immer das Schwierigste an einem Album, viel schwieriger als die Songs selber. Und dann war so die Idee, warte mal, Mad World, das macht gerade einfach Sinn. So. Und das hat irgendwie ganz viele Facetten und viele Perspektiven. Warum hast du das Album auf Mallorca geschrieben? Also es war so, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich habe schon Bock, wieder neue Mucke zu machen jetzt. Und da brodelt was in mir, das will musikalisch manifestiert werden. Wir haben ein Haus in Köln und dann gab es diesen Wasserschaden. Zum Glück ist bei uns keiner verletzt worden, sondern nur Sachen beschädigt worden. Und das Haus war halt kaputt und die Alternative war dann anderthalb Jahre in ein Hotelzimmer zu gehen, bis das Haus wieder repariert wird. Wir hatten viele Konzerte hier in Deutschland, aber haben uns eine Finca auf Mallorca in den Bergen gemietet. Diese Auszeit von dem Stadtleben, von der Hektik und so Schafe und Ziegen zu hören und Sternenhimmel zu sehen und in die Berge gucken und so, das war irgendwie genau das, was ich brauchte, um einfach wieder Mucke zu machen. Es hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und der Finca in den Bergen. Wir haben dann in relativ kurzer Zeit viele Songs zusammen gemacht mit den Jugglers, die das Album produziert haben. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der oft seine eigenen Songs hört, aber bei dem Album ist das schon so. Ich kann die echt oft hören. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen. Ja, ich glaube, es ist generell immer so, dass der Ort, wo du was aufnimmst, natürlich sich auch in der Musik widerspiegelt. Und diese Natur und diese Unabgelenktheit, so, die findet sich auch in den Texten wieder. Ich hatte das Gefühl, ich muss nur meinen Kopf so ein bisschen ordnen, ist mir alles gerade so ein bisschen zu viel. Ohne jetzt zu flüchten so, und die rosa-rote Brille aufzuziehen und zu sagen, so, ey, wir mieten uns hier eine Finca und uns interessiert nicht mehr, was in der Welt passiert. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss mal wieder tiefer atmen und so von dieser Hysterie weg und mal wieder besser schlafen und gesünder leben und einen Sternenhimmel zu sehen und weit gucken zu können. Und es hat genau so funktioniert. Wie kam es zu deinem ersten komplett deutschen Album?
Ich sag mal so, also das war so ein Herzenswunsch, den ich schon lange hatte. Und mir war es wichtig, dass die Leute mich mal kennenlernen, weil es hat immer aufgehört bei den Texten. Also die Leute fanden, glaube ich, den Vibe ganz cool und die Mucke auch, aber bei den Texten hat es immer aufgehört. Ich habe halt nie den Anfang gefunden. So, und dann war damals diese Sing Mein Song-Staffel. Als ich den Song performt habe, habe ich so gemerkt, das ist überhaupt kein Fremdkörper auf Deutsch zu singen. Es fühlt sich sehr vertraut an und es hat irgendwie funktioniert und es hat auch geflowt und hat auch Soul gehabt. Es war aber ein sehr, sehr langer Prozess und ich habe es mir viel einfacher vorgestellt. Also bis mal auf Deutsch was rollt und was flowt und bis es Soul kriegt und so, es war schon, ich habe 3 Jahre an dem Ding gearbeitet. Siehst du es als deine Aufgabe, Probleme anzusprechen? Ja, ich glaube, ich habe schon eine gewisse Verantwortung. Du hast halt mit der Musik die Möglichkeit, auch vielleicht nicht Sachen zu verändern, aber ich glaube, Kultur im Allgemeinen macht halt bestimmte Situationen ertragbarer. Also ich finde es auch selber als Musikkonsument, als Fan von anderen Bands oder Artists immer total beruhigend und trostspendend, wenn ich eine Textzeile höre, die genau meine Gedanken widerspiegeln. Dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht alleine und das ist ja die Kraft, die Musik hat. Wir haben auch das Recht, mal irgendwie einen Song zu schreiben mit ganz viel Rhyme und no meaning behind. So. Also es muss nicht immer alles Sinn machen und es muss auch nicht immer alles widerspiegeln. Es kann auch manchmal sehr diffus sein. Aber wie gesagt, ich finde schon, dass wir eine gewisse Verantwortung haben in dem Moment, wo die Leute zuhören. Siehst du dich selbst als Hip-Hop-Act? Auch ich überlasse das den Leuten immer gern selber, wie sie mich betrachten. So, ich bin in erster Linie, glaube ich, Artist so, und Musiker und Sänger und jemand, der sich gern ausdrückt. Meiner Meinung nach ist das Zentrum immer im Reggae. Also als ich Freundeskreis kennengelernt habe, damals 1998, habe ich vorher schon Reggae-Songs aufgenommen. Es gab immer viele Kollabos mit Hip-Hop-Künstlern, aber Reggae war immer das Zentrum. So, und ich nehme mir auch immer die Freiheit, auch auszubrechen in andere Genres. Und Reggae ist ganz klar so meine erste Liebe und wird auch, glaube ich, die letzte bleiben. Ist es Fluch oder Segen, wenn Reggae so viel gesampelt wird? Ich würde mir wünschen, dass viele Leute ja einfach auch so einen gewissen Respekt zollen, woher die Musik kommt, die sie machen. Und ich glaube, dass viele die Musik konsumieren, ohne überhaupt zu wissen, wo kommt es her. So, also das fehlt so ein bisschen, aber es ist eine Bestätigung für die Musik, dass sie so aufgenommen wird, dass sie so viel gesampelt wird und in so vielen Breitengraden auf der Welt stattfindet. Welche Rolle spielt Jamaika für dich? Jamaika ist halt das Land, wo die Musik herkommt, die ich so liebe. Und ich habe sehr, sehr viel Zeit in Jamaika verbracht und habe sehr viele Freunde und Bekannte und auch Familie da. Es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr kleine Insel, die einfach nur so bebt vor Kreativität. Immer wenn ich da bin, merke ich, passiert was mit mir. Es ist sehr meditativ, es ist sehr im Moment, es ist sehr spirituell. Sehr energetisch. Wie geht es für dich nach dem Album-Release weiter? Und wir spielen nächstes Jahr mehr Konzerte im Ausland als in Deutschland, Schweiz, Österreich. Es gibt aber auch ein paar Festivals, aber wir haben wirklich extrem viel gespielt jetzt im letzten Jahr. Und ich finde dann auch wichtig, sich immer auch eine Zeit zu nehmen, wo man wieder mal so ein bisschen reflektieren kann. Ich finde auch mal schön, so immer keinen Plan zu haben, was dann danach kommt. So, jetzt kommt erstmal das Album und was dann kommt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.